Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Heute gibt es das Top Zero Attacks Starter Pack. Dort enthalten ist das Sammlermagazin, das Spielfeld, die Sammelmappe, 5 Karten plus eine Flix-Picks-Karte in limitierter Auflage. Richtig, richtig cool. Die Serie ist ja erst vor kurzem erschienen und auf jeden Fall... Ja, wundert ihr euch jetzt, beziehungsweise fragt euch, wo ist denn die Facecam hin? Die Facecam lasse ich bei Starter-Unboxings immer raus, weil man von meinem Gesicht eh nicht viel erkennen würde, weil die Kamera davor steht. Also, fange ich jetzt einfach mal an mit dem Starter-Pack. Das kann man hier unten so aufreißen, das habt ihr wahrscheinlich nicht gehört. Nicht Spaß beiseite, das war nur Ironie, das ist sowas von laut gewesen. Und wir holen... erstmal das Kartenpaket hier raus, packen es zur Seite. Zack. Papier kann weggeschmissen werden. Hier die Sammelmappe mit den Karten. Wie viele gibt es denn überhaupt bei dieser Serie? Hier, das ist vorne Holokarten, einzigartige Holokarten, Mirror-Foil-Karten. Alles klar, das machen wir hier so vorne rein. Es geht ganz einfach. Zack, so sieht dann die Mappe von vorne aus und von hinten. Es gibt insgesamt gerade mal 208 Karten, also könnte man sich überlegen, die Serie zu sammeln. Weil bekommt man dann definitiv schnell voll. Tops Marvel Hero Attacks 2016 gibt es überall, wo es Spielzeug oder Zeitschriften gibt. Ein Päckchen kostet 1 Euro, enthält 8 Karten. Nee, Spaß, es enthält 5 Karten, natürlich. Wie es immer bei Tops ist, wenn dein Händler die Karten nicht mehr vorrät, kannst du sie beim Tops Sammelkartenservice ab dem 1. November 2016 bestellen. In keinem Fall können die Karten... Bitte schau auf www.topsdirekt.de nach. Also wenn ihr noch Karten braucht, könnt ihr ab November bei Tops direkt nachschauen. Auf jeden Fall haben wir noch das Spielfeld. Okay, das muss ich jetzt nicht weiter zeigen, ist halt ein ganz normales Spielfeld, was ich hier vorne reinpacken werde. Aber das Sammlermagazin, das könnte doch etwas interessanter sein. Hier haben wir die Spielregeln. Was haben wir hier noch drin? Marvels Mega Quiz, okay. Reguläre Karten, Marvel Mix. Und wenn wir das aufklappen, haben wir nochmal alle Karten, die es so gibt, also als Riesenposter. Richtig coole Idee, das war ja bei der Tops Bundesliga Serie glaube ich auch so der Fall. Das machen wir auch vorne rein. Und das war es eigentlich schon quasi mit dem Starter Pack. Wir kommen jetzt hier noch zu den Kärtchen. Darauf habt ihr wahrscheinlich alle gewartet, dass ich dieses Paket hier aufmache, dieses Starter Kartenpaket. Und ich nehme einfach mal die erste Karte hier, die habt ihr eh schon alle gesehen. Und das ist wahrscheinlich diese Flix Picks Karte, wo man zwei verschiedene Karten hat. Einmal Iron Man und dann noch Tony Stark. Oder? Ja, Stark. Genau, Tony Stark. Zack, zack, zack. Richtig cooler Effekt, richtig coole Idee von Tops. Ich hoffe mal, das ist zu erkennen hier in der Kamera. Ja, das müsste zu erkennen sein. Richtig, richtig cool. Dann haben wir hier noch 5 Base-Karten, vielleicht auch noch eine Power-Karte. Mal gucken. Bin gespannt. Iron Man 2. Ist das eine Powerkarte? Klar, das ist eine Powerkarte. Justin Hammer. 65-69. Angriff 65-69. Defense. Richtig, richtig cool. Weiter geht's mit Marvel Avengers Age of Ultron. Und das ist eine Basekarte. Dr. Helen Chow. Ich habe, wie gesagt, mit Hero Attacks nicht so viel am Hut. Captain America. Dr. Abraham Erskine. Ich hoffe mal, ich spreche es richtig aus. Wenn nicht, tut es mir leid. Guardians of the Galaxy. Nebula. Also das Design finde ich cool. Ist mal was anderes. Also wie gesagt, vielleicht sammle ich die, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Bin ich gespannt. Ja, gucken. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Serien sammelt. Das würde mich mal interessieren. Und Thor The Dark World. Und da bekommen wir Loki. 73-70. Also
Das Design gefällt mir. Gerade hier von der Powerkarte. Die Basekarten sehen auch cool aus mit dem schwarzen Rand. Dann hier noch diese Flixpix Powerkarte. Sehr coole Sache. Die werde ich jetzt, ja, solange ich davon noch kein Display kaufe oder so, werde ich die Karten erstmal hier vorne reinmachen. Kann man ja auch noch mal ein paar, das ist auch quasi ein kleiner Tipp, hier mache ich meistens immer ein paar doppelte Powerkarten vorne rein. Oder die kann man halt auch hinten ins Album einsortieren. Auf jeden Fall cooles Starter-Pack. Definitiv. Das war's dann mit dem Video, Leute. Hero Attacks, Marvel Cinematic Universe, hier mit Hulk und so weiter. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Haut da rein. Tschüssi, Kowski.